Familie von Stade J. Avici, 1989 bis 2018, Wakemi Ab, war offenbar vor seinem Tod sehr besorgt um den Künstler. Sie hätten mit ihm telefoniert und sich große Sorgen um seinen mentalen Zustand gemacht, zitiert People, eine nicht näher genannte Quelle. Sein Bruder ist nach Oman geflogen, um ihn nach Hause zu bringen und kam nur ein paar Stunden zu spät an, heißt es. Der schwedische DJ und Produzent, der mit bürgerlichem Namen Tim Bergling hieß, wurde am 20. April tot aufgefunden, laut Medienberichten hat er sich das Leben genommen. Unvergessen, die Musik von Avicii gibt es hier. Aviciis Familie hatte den 28-Jährigen nach seinem Tod in einem Statement unter anderem als eine zerbrechliche Seele bezeichnet. Er konnte demnach einfach nicht mehr weitermachen, er wollte Frieden finden. Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer 0800 111 0111.